Das ist spitze da drin. Alter, was? Spitze, spitze. Für das Gießen und für das Malen habe ich insgesamt also bestimmt 7-8 Stunden gebraucht. Die reine Arbeitszeit, denn diese Form muss auch eingepudert werden, die muss heiß gemacht werden, die Form. Der Zinn muss warm gemacht werden. Das einzelne Malen, die Farben müssen abtrocknen. Und das kostet schon seine Zeit, dann vermalt man sich mal. Und gerade hier so diese ganz kleinen, die kleinen Sachen, die Knöpfe oder so, da kommt doch mal ein ziemlich großer Tropfen drauf und dann muss man das wieder übermalen, dann muss das wieder abfeilen. Das ist natürlich eine Puzzlearbeit, macht mir schon Spaß. Den habe ich beim Autohändler stehen sehen und da der Feuerwagen auch ein Alpha war und ich mit dem ganz zufrieden war, habe ich mir wieder einen Alpha gekauft und sieht da eigentlich auch so ganz schick aus. Und mein Vater hat auch gemeint, ah, Alpha kann man schon fahren, obwohl sie ein bisschen rosten oder so, aber wenn man die irgendwie pflegt, dann rosten die auch nicht so schnell. Und wenn man die ein bisschen sauber hält und jetzt im Winter auch das Salz runterwäscht so ein bisschen, dann geht das auch schon. Wo fährst du damit hin? Na, so zur Arbeit und wenn ich abends irgendwo mal, also hauptsächlich am Wochenende so in die Diskothek gehe, dann damit, weil da trinke ich ja auch nichts. Jetzt kommt halt eine Szene aus dem Film, der heißt Die schönsten Zerstörungen und ist ein Actionfilm, der hat nur Sachen kaputt. Und hab mir gedacht, wenn die Leute ins Kino gehen, um sich irgendwelche Actionfilme anzusehen, dann geiern sie doch nur darauf, also irgendwelche Brutalitäten oder gewalttätige Zerstörungen zu sehen. Kann ich auch verstehen. Und da hab ich einfach die Sprechszenen alle rausgelassen, der hat nur noch Sachen kaputt. Müsste ja eigentlich ein Bombenerfolg werden, dachte ich mir. Schon so eine tolle Vorfreude immer. Super. Das ist also das Boot, was ich mir von den ersten 5 Verhältern gekauft habe. Ich habe es jetzt seit rund einem halben, dreiviertel Jahr. Ja, was ich damit am meisten mache, ist natürlich Boot fahren. Ne? Und draußen auf dem Wasser dann auch schlafen. Und wie gesagt, Wasserski fahren, soweit es das Wetter zulässt. Mit Freunden zusammen. Und das ist eigentlich das. Ja, der Hauptgrund eigentlich dafür, dass ich mir ein Boot gekauft habe, weil ich bin seit klein auf bei meinem Vater schon auf dem Boot gewesen und habe dann eigentlich mitgekriegt, dass da eine unheimlich gute Kameradschaft auf den Booten ist, unter den Leuten. Und die Tradition in dem Sinne habe ich also dann durch ein eigenes Boot weitergeführt. Also, ja, das ist mein Autogrammalbum. Das ist Niki Uta Müll, Natürlichen Doris. Also, das ist mein erstes Autogramm gewesen, da bin ich ganz besonders stolz drauf. Vor allem das wunderhübsche Foto dazu. Zweite. Und das ist Mutfuck, das ist ein ganz berühmter Fanzine-Schreiber. Der macht das bekannteste Fanzine in Berlin. Das ist Uxem Krümschen. Das heißt so, also es hat einen ziemlich schwierigen Namen.
Na, das ist Dagmar, die ist auch natürlich ein Dos und die schuldet mir noch 90 Mark. Dagmar schuldet mir noch 90 Mark, vergiss das nicht. Ja, das ist Robert. Robert ist von den News, die haben auch als Vorgruppe von Jam gespielt. Der ist auch schon ein bisschen berühmt, aber noch nicht so richtig. Aber vielleicht wird er ja nochmal berühmt. Vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen so zu beigetragen. Das ist Kitty, ja, da weiß ich nichts mehr weiter zu. Und das ist Daktari, der ist von, das ist ein älteres Foto, der ist von Rucki Zucki Stimmungskapelle. Und das ist mein besonderes, da bin ich ziemlich stolz drauf. Das ist Ingebrück. Kennt sie Ingebrück? Ja, die hat draufgeschrieben, für Max, und das ist wirklich echt. Das ist ein echtes Autogramm, für Max, da bin ich ganz besonders stolz. Das ist die, die immer auch singt, weg mit der Maske. Und das, oh, das ist ein bisschen verrutscht, das ist von JB Films, also das ist Jörg. Der ist ja auch schon so ein klein wenig berühmt, und nicht so richtig, aber das kann ja alles noch kommen. Ja. Und das ist Tina. Tina, ja, die war auch schon mal im Fernsehen, deswegen habe ich sie auch in mein Autogrammalbum aufgenommen. Naja, das war's schon. Was würden Sie mit 1 Million Mark machen? Ja, irgendwie versuchen, fest und sicher anzulegen, sodass ich also wirklich das ganze Leben was von habe. Dass es also jetzt nicht nur ein zeitweiliger Rausch ist, viel Geld zu haben und dann unheimlich mit dem Geld rumzuschmeißen und da was Großes kaufen, da was Großes kaufen. Also ich würde wirklich versuchen, das irgendwie so anzulegen, dass ich pro Monat davon was habe und dann mir einen gewissen Lebensstandard leisten kann, aber der dann auch gleichbleibend ist. Was wollte ich damit machen? Würde da, tja, erstmal einen Arm auch was abgeben. Straßenpenner, ich würde für mich erstmal so, dass ich geil leben kann. Und dann würde ich anderen auch helfen wollen mit. Wenn ich da sehe auf der Straße, da, der in der Mülltonne da rumwühlt und so, dann würde ich den auch mal da was in die Hand drücken. Habe ich drauf, habe ich schon mal gemacht. Obwohl ich nicht viel Geld hatte. Ja, da würde ich wahrscheinlich ein schönes Auto kaufen erstmal. Mein Traum würde ein Lamborghini sein oder ein Ferrari. Und den Rest würde ich wahrscheinlich fest anlegen und versuchen, davon meine Reisen zu finanzieren. Ne? Denn ich verreise sein zu und da rückt natürlich ein. Ne? Und 1 Million? Und mit 1 Million würde ich meine Filme finanzieren, würde nach und nach immer mehr tollere Filme machen. Also meine eigenen Sachen. Weiter. Ja, wie hast du auch das dein Leben verändert? Mein Leben verändert? Nee, ich würde es ja nach und nach in die Filmarbeiten stecken. Also ich würde ja nicht das halt jetzt auf einmal verprassen, bis ich eine dumme Reise machen oder sowas. Also ich würde halt nach und nach das für meine Filmarbeiten ausgeben. Mit 1 Million? Ja, ich würde irgendwie probieren, ein Haus so im Grün zu kriegen, so für meine Eltern, für meine Freundin. Vielleicht noch für meine Oma, wenn die auch noch Platte dann hätte oder so. Was immer, ich würde, glaube ich, irgendwie irgendein großes Zentrum aufbauen, wo Konzerte laufen könnten. Zuerst hier irgendwie in Berlin oder vielleicht auch in der Provinz, wo ich herkomme, wo Punkbands auftreten können und ja, für wenig Eintritt und solche Sachen. Aber ich meine, ich würde ganz bestimmt auch irgendwie verreisen oder solche Sachen machen. Also Sachen, die irgendwie, wo nur ich was von habe. Boah, war es nicht so weit weg, war ich noch nie in meinem Leben. Mit 1 Million Mark machen würde, also den größten Teil würde ich erstmal anlegen. Also, dass ich auch später mal was davon habe. Und was so ein bisschen übrig bleibt, was ich nun nicht gerade sparen würde, würde ich dann halt, um einige Wünsche zu erfüllen, behalten. Welche? Schönes Auto holen, eigene Wohnung ausziehen, also. Sachen, was halt so anfällt. Urlaub schön machen. Das würde ich machen mit 1 Million. Und wie würdest du das anlegen? Tja, im Moment scheint am günstigsten Immobilien. Was ist Liebe? Liebe. Liebe ist toll. Liebe. Liebe lässt dann alle durch eine rosa rote Brille sehen. Oder ist sie, also verschönt halt alles. Könnte man so ja nachmittags sich an Kudam gehen und sich endlose Liebe ansehen und würde den Film selbst noch gut finden. Oder, ja, doch. Ja, Liebe ist für mich ein Gefühl, was sich, ein Anfangsgefühl vielleicht. Also wenn man den Menschen noch nicht so richtig kennt, dann spielt die Liebe eine sehr große Rolle und
irgendwann, früher oder später, wenn man den Menschen richtig kennenlernt, hört die Liebe auf und es wird zur Freundschaft. Denn die Liebe verblendet einen irgendwo ein bisschen. Ich meine, es ist ein schönes Gefühl, die Liebe, auf alle Fälle, aber ein bisschen wird man davon geblendet und das irritiert einen vielleicht am Anfang. Verdammt viel Wärme und Sex auch. Wobei, Sex kann ich auch also irgendwie mit einer Frau haben, die ich nicht liebe. Aber so Wärme, irgendwie, ja, was, wie soll ich das erklären? Liebe. Tja. Ist ein enger Begriff von Freundschaft, würde ich sagen. Und zwar zum größten Teil auch ausgeübt von Geschlechtern verschiedener Art. Also von Frauen und Männern. Ja, Liebe. Also Liebe, es ist für mich, also es kommt drauf an, jetzt so richtige Liebe. Also richtige Liebe, es ist, wenn man, also wenn ich irgendwie eine Freundin, also ich habe eine Freundin und also wenn die ein bisschen älter ist, die ist noch jetzt ziemlich jung, dass ich dann heirate richtig, und dass wir richtig Kinder haben, so, also mindestens 5 Stück oder so. Also jetzt echt mal, ist kein Witz. Und dass wir dann halt richtig glücklich sind und fest zusammenhalten, das ist für mich richtige Liebe. Also es ist wirklich richtig geheiratet wird und so, das ist für mich richtige Liebe. Liebe und dann einander verstehen, ne? Also ich lieben bedeutet eben zueinander eben Neigung haben, sich verstehen. Ja, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ne? So. Liebe, naja, klar, sowas gibt's, aber also, ich glaube, das ist ziemlich scheiße, weil man dann von irgendjemandem abhängig ist, weil man den jeden Tag sehen muss, weil man sonst ziemlich scheiße drauf ist. Nee. Also, ich glaube, es ist besser, wenn man sich gar nicht erst verliebt. Ja, meine Traumfrau, ja, müsste blond sein. Ein bisschen kleiner als ich, also selbst wenn sie dann große, hohe Schuhe anhat, dass er dann gerade eben noch ein ganz kleines Stück kleiner ist. Ja, schlank. Nicht dünn, aber schlank. Und naja, wie eben die Traumfrau von vielen Leuten. Ne? Meine Traumfrau? Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Also, ich weiß gar nicht, wie sie aussieht, meine Traumfrau. Traumfrau. Du, eine Traumfrau gibt es ja nicht. Nett, hilfsbereit. Und auf jeden Fall faul, die müssen wir auch schon mal unterstützen. Und vielleicht schon ein bisschen konservativ eingestellt sein. Also ihr könnt doch kochen muss und so, müssen einen Haushalt führen. Und heutzutage ist das alles ein bisschen anders, ja. Teilweise. So wichtig ist, dass sie braune Augen hat und dunkle Haare hat. Da pflege ich also sehr großen Wert drauf. Ich meine, ich habe auch schon Freundinnen gehabt, die waren blond und blaue Augen. Ne? Also nicht so wichtig, aber ist ein starker Punkt, der vorhanden sein muss. Sie muss zärtlich sein, sehr zärtlich, weil ich eigentlich ein ziemlich empfindlicher Mensch bin. Irgendein dummer Spruch von ihr bei einer vielleicht ein bisschen romantischen Situation oder so, der haut mich also total um. Da ist Ende, da weiß ich nicht, da könnte ich wirklich ausflippen. Und sie muss gut mit mir reden können, oder besser gesagt, ich muss mit ihr gut reden können, wirklich mal mit ihr auch verschiedene Meinungen haben und die dann wirklich ausdiskutieren. Wobei allerdings dann sie auch eine gewisse untergeordnete Rolle spielen muss. Also ich bin in der Sache sehr konservativ. Sie darf also jetzt nicht direkt ein Ehemann zu sein. Sie muss auch mal versuchen, darauf zu hören, was ich sage. Wovor haben Sie Angst? Ich glaube, am meisten Angst habe ich davor, dass ich irgendwie mal, wenn ich so älter werde, dass ich dann nicht mehr so viel Kraft, also irgendwie so viel Energie habe, dass ich nicht mehr so viel machen kann, dass ich irgendwie abschlaffe, so. Ja, Angst, dass ich irgendwie den Beruf, den ich jetzt machen will, nicht ausüben kann durch irgendwelche Umstände, was ich einen Unfall oder irgendwelche anderen Sachen. Also im Unfall, dass man irgendwie dienstuntauglicher wird oder durch eine Krankheit irgendwie da zurückgeworfen wird. Einfach
verschiedene Sachen, dass ich angeschissen wäre und Prügel und was weiß ich. Ja, dass mir Scheiße drin rutscht. Dass ich ganz abrutsche. Davor habe ich auch Angst. Wohin könnte was weiß ich wo, denn direkt in die Gosse oder so. Kann mir ja passieren. Was wäre denn das Gosse? Na Gosse? Na, was? So total down, unten. So, was weiß ich, dass ich mal hier an der Spritze hänge oder so. Kann mir auch noch passieren vielleicht. Dass es mir mal so dreckig gehen könnte, dass ich keine Freunde mehr habe. Dass ich wirklich nicht mehr weiß, was ich alleine machen soll. Dass ich also praktisch nur noch da sitze und um mich herum niemand mehr ist, der mir irgendwo helfen könnte, ne? Wenn ich Probleme hätte oder so. Dass ich praktisch ganz alleine auf der Welt wäre. Angst? Ja, ist eck, wenn man mal einen aufs Maul kriegen soll oder so. Das macht mir eigentlich keinen Spaß. Hab bestimmt schon manchmal Angst. Gibt's ja öfter Situationen, dass der sick und inner das Maul hauen will. Einfach so, war. Ist eck wegen Äußeren oder so. Aktuelle Thema Demos. Da würde ich mir schon, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da Angst habe. Liegt da Stehe und die Steine, da prasseln da überall nieder. Und schön, man kriegt ja bestimmt auch was ab. Also davor habe ich echt Angst. Oder dass ich jemanden zu, da, also den, naja, dass mich jemand angreift, also der mir echt nach dem Leben gehen will. Mit einem Spaten oder mit einer Nadel hat oder was. Davor habe ich Angst. Wovor hat's denn als Kind Angst? Vor der Schule, vor den Lehrern, vor Klassenarbeiten. Teilweise von meinen Eltern, wenn ich irgendwie so ein Mist gebaut habe in der Schule. Angst. Im Keller hatte ich Angst im Dunkeln, weil auch früher mal als Kind so mit Boomern und so, schwarzer Mann, der kommt dich holen und so. Ja. Vor Ort hatte ich als Kind Angst. Ja. Vielleicht, weil mein Vater mich in der Decke eingekugelt hat, mit meinem Kopf in der Decke eingekugelt hat und mich nicht mehr rausgelassen hat. Also absolut keine Chance bestand, für mich rauszukommen, weil er nun mal stärker ist. Habe ich mir also unterdrückt vor. Als Kind hattest du da irgendwie Angst manchmal? Ja klar, wenn man jetzt irgendwie Mist gemacht hatte, da hat man doch Angst, nach Hause zu gehen. Ja, und dann hat Vater wieder da gestanden, hat man manchmal gedacht, bis da kann man ja nicht. Man hat ja auch keine Prügel bekommen oder so. Bis man hat eben die Gefühle gehabt, oh, warte, jetzt geht's los. Wo hast du denn die Angst gehabt? Von deinem Vater oder von deiner Mutter oder wie war das? Ja, mir von meinem Vater. Also ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das hier irgendwie so ein brutaler Vater ist oder so. Also ich bin zufrieden mit ihm, ihr könnt mir keinen besseren vorstellen. Und so bloß, wo man hingeschlagen hat, da wächst dann auch kein Gras mehr. Oder? Also eine kräftige Hand hat er gehabt, weil die spürte man nicht gerne oft. Oh, ich hatte große Angst vor meinem Vater. Und zwar habe ich den immer so als Haustyrann gesehen. Oh, vor dem musste Angst haben. Wenn der nach Hause kommt, der gibt Ärger. Und dann wahrscheinlich auch dadurch, dass meine Mutter mir oft gedroht hat, na, warte bloß ab, bis dein Vater nach Hause kommt. Angst. Vom Tod vielleicht, ja doch, vom Tod. Warum? Warum habe ich Angst vor dem Tod? Aber nach dem Tod halt nicht mehr kommt, da hat man halt alles verpasst. Da muss man halt aufpassen, dass man bis zum Tod möglichst viel Spaß gehabt hat und so. Und dass man nicht nur für andere gearbeitet hat oder sich für andere tot gemacht hat, sondern ein bisschen was für sich selbst gemacht hat. Oder am besten noch das ganze Leben nur für sich gehabt hat. Und also Spaß gehabt hat. Da muss man halt aufpassen. Was bedeutet Tod? Tod? Ah, Tod ist ein Skandal. Also ich finde das irgendwie, also dass man überhaupt stirbt, ist ja doof irgendwie, dass man erst geboren wird, dann irgendwie doch wieder stirbt, ist ja eine Schweinerei. Ist ja irgendwie echt nicht gerecht. Im Großen und Ganzen habe ich eigentlich Angst vor dem Sterben. So schnell, wenn es schnell geht, ist nicht so schlimm. Wenn es langsam geht, könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, da würde ich also wirklich ausflippen vor Angst, dass man so langsam dahin vegetiert, ne? Weil man nicht weiß, was kommt. Und deswegen habe ich eigentlich große Angst vor einem Bürgerkrieg oder überhaupt vor einem Krieg allgemein. Weil
ich würde es ja praktisch sehen, gute Freunde aus dem Zug, die sterben oder werden verletzt oder so, ne? Und viele unschuldige Leute, die sterben einfach so, ne? Also vom Tod habe ich, glaube ich, keine Angst mehr. Dann ist eben Schluss und ich versuche halt bis zu meinem Tod möglichst viel erlebt zu haben. Und ich weiß nicht irgendwann, wann das ist. Und darum versuche ich jetzt an einem Tag möglichst viel zu machen. Und was wäre, wenn du nur noch 2 Monate zu leben hättest? Wenn ich das wüsste. Aber das... Das ist auch so eine Sache. Ich meine, das habe ich mir auch schon mal überlegt, was ich dann irgendwie machen würde, ob ich dann... so losgehe und was weiß ich, ein paar Nazis irgendwie abknall oder solche Sachen. Aber das überlegt man sich, glaube ich, nur, wenn man nicht wirklich, also so vor dieser Situation steht, ne? Nur noch 2 Monate zu leben. Ich glaube, dann würde ich eher so Sachen machen, ja, um die halt die 2 Monate irgendwie noch voll auszuleben, die mich halt glücklich machen, so die 2 Monate. Wie? Weiß nicht. Ich würde, glaube ich, versuchen, zu Leuten, die ich sehr gerne habe, völlig offen zu sein. Und denen das zu sagen, wo ich mich das jetzt irgendwie nicht traue. Was weiß ich, Frauen oder ja, auch Typen so. Und versuchen, mit denen möglichst viel zu machen. Was wäre denn, wenn du nur noch 2 Monate zum Leben hättest? Oh, das schon, naja. Also erstmal würde bei mir ein großer Frust einsetzen. Würde ich also total abschalten, apathisch werden die ersten 2 Wochen. Dann würde ich anfangen zu leben nochmal. Also so richtig zu leben. Mir jeder, also mal, das ist ja. Mein Geld, was ich gespart habe oder noch kriege, würde ich also verprassen. Und dann würde ich den Leuten, denen ich das eigentlich nicht sagen durfte, vom Beruf jetzt her, sagen wir mal nur, oder so auch, im Privatleben, kräftig meine Meinung sagen. Auch wenn sie mir Konsequenzen androhen. Und dann, die letzten 2 Wochen, würde ich dann langsam, na doch, dann würde ich Angst kriegen davor, wie das ist, wie mit Schmerzen oder weiß ich was. 1 Monat? Weiß nicht. Würde ich wahrscheinlich ja, irgendwie alles anzünden, alles umschmeißen, alle Leute zusammenschlagen oder so. Weiß auch nicht. Ich soll ganz verrückte Sachen machen. Ja, na, da würde ich schon... Naja, ich würde, naja, ich weiß nicht, ich lebe, glaube ich, auch nicht anders, als ich jetzt lebe. Ich würde, na, ich mache auch so ganz verrückte Sachen. Mhm. Ja, man sollte sowieso mal so leben, also, als ob man nur noch 1 Monat zu leben hätte. Wenn ich noch 2 Monate zu leben hätte, ja, würde ich erstmal aufhören zu arbeiten, würde eben die Zeit, Freizeit verbringen, würde verreisen, ja, und verreisen, was gibt's noch so? Ja, das tun, wofür ich sonst normalerweise keine Zeit habe. Oder nicht so viel Zeit habe. Was wäre das denn? Na, ich würde ein bisschen Sport noch machen jetzt, würde mit meiner Freundin dann öfters weggehen, mit meinen Eltern noch irgendwo hingehen. Ja, und das Geld, was ich dann eben sowieso nicht mehr brauche, wenn ich tot bin, würde ich eben noch ausgeben. Irgendwie noch ein paar schöne Sachen holen. Und würde den Leuten eben noch eine Freude machen. Meine Eltern, meiner Oma, meiner Freundin und so. Ja, ein bisschen noch hier. Remi Demi machen High Life noch, ja? Bisschen aus sich rausgehen. Ja, und eben alles versuchen nachzuholen, was man sonst denkt, versäumt zu haben. In der übrigen Zeit. Wann waren Sie zuletzt glücklich? Weil ich zuletzt glücklich war? Ja, so richtig glücklich war ich die letzte Zeit nur. Früher war das so scheiße, ein bisschen. Habe ich im Heim gesessen und was weiß ich alles, nur so ein Mist erlebt. Ein bisschen rum, wo ich niedergetrampelt höchstens. Irgendwie, als wäre ich abgeschoben wäre von den ganzen Leuten. Die haben mich nicht akzeptiert, aber so zur Seite geschoben. Weil ich zuletzt glücklich war. Auf dem Geburtstag bin ich auch glücklich. Das war schon eine Weile her. Wo ich mein Auto gekauft habe, war ich glücklich, weil ich den echt schön gefunden habe. So, überhaupt so, Geburtstag, Weihnachten, hab ich vielleicht auch ein bisschen Glück empfunden, weil ich das immer ganz gemütlich finde und so.
Denkt man zurück an die alten Zeiten, an jüngere Zeiten, als Kind und so. Hat man eigentlich viele, viele Momente gibt's da, wo man Glück empfindet. Glück ist, mit Leuten, die ich gerne habe, irgendwie gut klarzukommen. Also irgendwie so Momente, wenn alles mit denen so stimmt, ne? Also richtig glücklich war ich zuletzt, glaube ich, als so vor 3 Wochen, als Guido hier war aus Bielefeld, ne, der Freund von mir. War ich das letzte Mal glücklich? Ja, als ich mit meiner Freundin nur zusammengekommen bin. Weihnachten, als wir meine Eltern eine Freude gemacht haben, da. Doch Weihnachten war ich dieses letzte Mal, weißt du. Ja. Kann mir Glück eigentlich nur vorstellen mit. Irgendwie mit einer Freundin oder so. Wann warst du denn zuletzt glücklich? Ja. Ja, richtig glücklich, ja, das ist bestimmt schon eine Weile her. Na, ja, jetzt. Ach, weiß ich nicht. Glück? Glück? Glück ist, wenn es immer genug zu. Was Glück ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Doch, weiß ich schon, ach, der Quatsch. Also Glück ist, Glück ist, also ja, ich weiß nur, wenn man sich glücklich fühlt, aber Glück selbst. Also, dann beschreib, wann was das ist. Also ja, glücklich finde ich, also ich glücklich bin ich, wenn ich eine endlose Liebe bin, also ich einen Film sehe, das macht mich glücklich. Überhaupt sind irgendwelche Fernsehen so das Traumschiff oder so, das macht mich glücklich. Also wenn ich das sehe, so endlose Liebe mit Brooke Shields, das macht mich irgendwie glücklich, wenn andere Menschen so glücklich sind. Vor allem, wenn sie alle so schön aussehen, so hübsch. Das macht mich glücklich, sowas. Brooke Shields macht mich überhaupt glücklich. Ja, zuletzt richtig Glück, ja. Schwer. Ja, mein 18-jähriger Geburtstag. Da war ich also richtig glücklich. Da waren viele Leute zusammen und die sind von überall angereist und jeder war freundlich, alle waren nett und man hat auch eine ganze Menge Geschenke bekommen. Da hat mich wohl gefühlt und das war für mich ein glücklicher Moment. Glück? Was Glück ist? Na, Glück ist, wenn man niemals Grund hat, irgendwie über was traurig zu sein oder von irgendwas auszuspannen oder. Man muss sich irgendeine Sache suchen, die einen beschäftigt, so. Die einen fit hält. Wie zum Beispiel bei mir Filmen oder so, andere machen Musik. Halt irgendwas, was einen ein bisschen ausfüllt, so ein bisschen bestätigt, doch. Wo man ein bisschen selbst was zugetan hat, mir besonders viel zugetan hat und dass man so ein bisschen stolz auf sich selbst sein kann, vielleicht so. Glücklich kann man sein, wenn es in nächster Zeit erstmal keinen Krieg gibt, wa? Schon mal sagen, und das mit diesen Karoten, also jetzt aus meiner Sicht gesehen, dass es so langsam mal ein bisschen abflaut, dann kann man auch glücklich sein. Und glücklich kann man im Moment sowieso sein. Und sie jetzt ein, gut und so. Menschen, die sind nicht glücklich. Siehe Polen. Also, glücklich sein. Ich schätze die Leute auch drüben in der DDR wohnen. Die wüssten aber, Glück heißt, wenn es die Mauer nicht mehr geben würde. Wenn es kein Ost und mehr West geben würde. Und du meinst, dass hier alle glücklich sind, so in der Bundesrepublik? Zum größten Teil schon. Also, wenn man jemanden direkt auf den Kopf fragt, glaube ich, würde derjenige schon antworten, dass er glücklich ist. Also, erstmal will ich auch irgendwie zeigen, dass mir das hier so alles nicht so sehr passt, was hier so in Deutschland abläuft. Und dadurch ganz einfach, dass ich anders aussehe und irgendwie ja halt dreckig und zerlumpt rumlaufe. Weil das sind so Sachen, da reagieren die Leute unheimlich empfindlich drauf. Auf reine Äußerlichkeiten, ne? Reagieren sie empfindlich drauf. Also gerade nicht, also bunte Haare, das können sie ja noch verstehen, aber wenn du irgendwie dreckig und zerlumpt rumläufst, das geht in ihren Kopf nicht mehr rein. Obwohl, das, ich meine, das sollte, eigentlich finde ich, sollte das keinen stören, irgendwie so, wie du aussiehst. Und dann ist es jetzt inzwischen auch so, glaube ich,
dass ich mich in einer Gruppe von Punks ganz, ganz wohl fühle, so, die ähnliche Sachen drauf haben wie ich. Dass das irgendwie auch so ein Geborgenheitsgefühl ist, glaube ich. Ich meine, weiß nicht genau, aber glaube ich, dass das sowas ist. Kannst du mal erklären, warum du Polizist werden willst? Tja, also ich finde den Beruf unheimlich abwechslungsreich. Und na, ich habe mich dazu eigentlich entschieden jetzt, weil ich auch zu dem Staat stehe hier und den auch besser so vertreten möchte. Und eigentlich die Aufwärme der Polizei hat mich auch schon immer interessiert und die wollte ich auch schon immer wahrnehmen. Punk, da versteht der Großteil irgendwie was anderes, was ich darunter verstehe. Was verstehst du denn drunter? Naja, auf jeden Fall nicht sick mit Lederjacken rumziehen, besoffen sein und Krawall machen oder so, sondern erstmal nicht so angepasst sein und halt auch schon erstmal auch schon ein bisschen optisch, naja, da gegen die ganze Gesellschaft opponieren. Deswegen eben sick die Haare war. Kannst du mal beschreiben, warum du Polizist werden willst? Ja, na erstmal sind in meinem Bekanntschaft- und Verwandtschaftskreis auch sehr viele Polizisten. Mein Vater ist bei der Polizei, mein Onkel war bei der Polizei. Die haben mir dazu geraten. Und ich sehe im Polizeiberuf eine ganze Menge Vorteile. Ich kann später nach meiner Ausbildung in den technischen Bereich gehen, ich kann ins Büro gehen, in der Verwaltung. Natürlich nicht sofort, aber das dauert eine Zeit. Aber ich kann bei der Polizei eine ganze Menge Wünsche erfüllen, was mir ein anderer Beruf nicht bieten kann. Wenn ich Tischler werde, dann kann ich eben nur Tische machen und Schränke machen und eben Holzverarbeitung. Oder zum größten Teil eben. Während ich bei der Polizei eben eine ganze Menge, kann mich da ein bisschen selbst verwirklichen. Ich kann mit Menschen zusammen sein. Und deshalb gefällt mir der Polizeiberuf so. Ich meine, es gibt auch schlimme Zeiten beim Polizeiberuf, mit Sicherheit. Zum Beispiel? Na, bei einer Demonstration oder. Es ist bestimmt nicht schön, bei der Demonstration zu sein. Ich war noch nicht selbst dabei, aber ich kann mir das vorstellen, wenn man da irgendwo in der ersten Reihe steht oder so, die Steine fliegen, dass einem dabei nicht ganz wohl ist. Diese Gefahren schließt natürlich ein anderer Beruf vollkommen aus. Aber der muss dann eben wieder von anderen Angst haben. Wenn einer Kreissäge steht, der Tischler zum Beispiel, dass da vielleicht irgendwann mal ausfällt. Was bedeutet das für dich, Punk sein? Was heißt das den anderen gegenüber, die das nicht sind? Na, was Besonderes ist das nicht. Ich fühle mal nur so gut, einfach. Ich weiß nicht, ich fühle mal wie ein Mensch dadurch. Irgendwas mit mir selber machen. Nicht nur so einfach vor sich hinleben, so ganz normal in irgendeiner Gestalt und wartet drauf, bis man krepiert. Finde ich nicht gut. Versucht mal wenigstens was draus machen, sein eigenes Ich zu sein. Warum willst du Polizist werden? Ich stehe auf Grün. Ja, warum? Das ist eine schwierige Frage, weil klar, erstmal lockte zum Anfang das Geld. Man hat gesagt, ja, Mensch, du verdienst gleich zum Anfang 1300 Mark, ist spitze, du bist deinen Kumpels weit voraus. Aber auch so, die Arbeitszeit finde ich also ich speziell sehr gut, weil ich weiß ja nie, was nächsten Tag ist. Ne? Es ist eine Truppe, die muss zusammenhalten und die hält auch zusammen. Und das zu wissen, ist ein unheimlich duftes Gefühl. Also da scheißt keiner einen anderen an oder sowas. Sowas gibt's bei uns. Zumindest bei uns nicht. Und das ist eine Sache, die mir unheimlich gut gefällt. Das ist eine unheimlich dufte Kumpanei eigentlich. Richtig gute Kameradschaft. Und also ich für meine Seite brauche also ein bisschen den Schliff. Dass ich also, wie soll man sagen, ein bisschen angehalten werde, das und das zu tun. Dass ich also jetzt ganz direkt die Anordnung kriege, das und das machste. Und was bedeutet das, Punk sein oder so zu sein, wie du lebst? Naja, anders sein halt. Als wer? Inzwischen machen die Punks eigentlich auch nichts anderes mehr als welche dummen Preuz. Ich meine, das ist halt, wie gesagt, alles anders geworden. Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, so,
die Leute, so wenn die jeden Morgen so zur Arbeit fahren, sie sind alle so tot, also sie machen nichts. Total gefühlslos und fahren zur Arbeit, kommen nach Hause, saufen sich die Birne voll und gehen pennen und jeden Tag selber. Und bei den Punks, da gehst du halt klauen und haust Fensterscheiben ein, da kommt doch noch so ein bisschen Gefühl rüber. Ja, das Undankbare, eben diese Leute, die einerseits rufen, scheiß Bullen, die brauchen einen später mal irgendwann, wenn sie wirklich in Not sind. Und dann sind sie auch willkommen. Aber denn diese, möchte sagen, sturen Typen, also wenn die sehen in der Uniform, sehen die nicht den Menschen, der da drin steckt, sondern einfach nur die Uniform. Und das ist das Undankbare daran. Auch, dass man teilweise vom Bürger ungerecht behandelt wird und so. Das ist echt undankbar. Was bedeutet denn für dich die Uniform? Für mich? Das ist meine Berufskleidung, genau wie für einen Klempner der Kittel, also der Overall, eine Berufskleidung ist. Ich glaube schon, dass man mit Uniform mehr zählt. Also vielleicht nicht in allen Kreisen, aber in manchen Kreisen zählt man doch mehr, welche zum Beispiel die alten Leute sind, die haben irgendwie noch Respekt vor der Uniform. Andere haben wir ja keinen Respekt, aber in der Uniform, man stellt irgendwie einen Mensch da, man wird größer, man allein durch die Mütze schon, die lässt einen schon ein bisschen wachsen und man ist als Gruppe, man tritt ihn auch als Gruppe auf, ne? Man kann sich immer so erklären, ich bin bei der Polizei und ja, alle Polizisten sind Kollegen und damit sind eben, dass man hat man auch einen Freundschaftskreis irgendwo. Man kann auf den anderen eben echt rechnen, ne? Man weiß, ich kann mich auf den verlassen. Was heißt das denn, Punk sein? Punk sein? Also ich fühle mich nicht als, ich bin kein Punk irgendwie, also nee, ein Punk bin ich nicht, aber ich sehe, die Leute sagen halt, dass man, der oder der ist halt ein Punk oder so, aber irgendwie ist es halt schon lange vorbei, das ist Quatsch. Es gibt keine Punks mehr, das ist Nonsens. Keine richtigen gibt es halt nicht mehr. Es ist überhaupt gar nicht die Situation, es gibt grundsätzlich keine Punker, also wie es irgendwie mal gewesen sein soll, also die nichts zu essen haben oder denen es so schlecht geht, dass sie nicht leben können, das gibt es einfach nicht, es gibt keine armen Punker, aber das gibt es nicht. Es gibt wirklich keine Punkrocker, die nicht leben können. Also alle haben irgendwie Eltern und so. Manchen geht es halt ein bisschen besser, manchen halt nicht ganz gut, aber irgendwie können sie halt alle leben. Wir haben alle was zu trinken und zu essen. Ich sehe jedenfalls alle Punkrocker mit einem Glas Bier in der Hand und so. Und so schlecht geht's ihnen auch nicht. Könntest du mir überhaupt mal dein Leben, könntest du das vorstellen oder mir mal beschreiben, wenn du 45 bist, wie das dann aussieht, beruflich, privat, wie du dir das vorstellst? Ja, beruflich hoffe ich ja, dass ich dann schon etwas höher gekommen bin, von der Laufbahn her schon bei der Polizei. Und überhaupt, dass ich da dann mich mit eingefügt habe. Wäre schon ein bisschen Ansehen oder so, als geschätzter Beamter. Und so privat würde ich schon jetzt ja einen Familienstand haben. Also jetzt verheiratet sein, vielleicht ein, zwei Kinder haben. Schon besser finde als so. Als Einzelgänger, also als Unverheirateter. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, was ich so in 20, 30 Jahren mache. Soweit geht irgendwie. Soweit kann ich gar nicht denken. Ich kann auch nicht mal irgendwie so denken, wie ich in einem Jahr, irgendwie was ich in einem Jahr so mache. Weil es passieren irgendwie jeden Tag so viele Sachen, die einen, also die mich selber auch so verändern, ne? Und mein Denken. Und darum kann ich das gar nicht sagen, so weit denken. Richtig Angst vor der Zukunft habe ich eigentlich nicht, aber irgendwie manchmal stimmt es mich doch so ein bisschen nachdenklich oder frustrierend irgendwie. Weil ich weiß nicht, wenn man sich das manchmal so anhört oder ansieht. Der ganze Staat hat manchmal das Gefühl, wird irgendwie rechter oder so. Und dennoch ganze, wie ich immer mehr zubetoniert, muss immer mehr irgendwie muss immer mehr angepasst werden, immer mehr eingeengt. Aber ich meine, ich lasse das auf mich zukommen, Angst habe ich da nicht richtig vor. Aber es ist eben, eine scheiß Entwicklung irgendwie. Machst du was gegen? Ja, ziemlich wenig. Weil da müsste man, alleine kann man wenig machen, da müsste man schon irgendwie, ich weiß nicht, manchmal, wenn man so auch die Leute sieht, die was dagegen machen, die erreichen eigentlich oft auch nur das Gegenteil oder so.
Irgendwie der total alle mehr auseinander. Eskaliert irgendwie alle frontenmäßig, verhärten sich oder so und. Naja. Ja, und da wollte ich noch ein paar grüßen, Mann. Ich grüße alle aus Kloppenburg und alle Bremi, ey. Wer ist Bremi? Den halt kennengelernt hier. Ein paar Tagen. Der war auch im Essau gewesen. Ist echt korrekt.